Willkommen im Rätselraum. Das ist mein Lieblingsrätsel, wahrscheinlich, weil ich es mitentworfen habe. Toll. Was bin ich? Ich habe einen Kopf, aber keine Arme. Ich habe keine Beine, aber dafür eine Kehrseite. Das ist korrekt. Aber ganz so leicht wird es nicht bleiben. Ich habe hier noch ein Rätsel für euch. Nur weiter. Was bin ich? Jeden Morgen verliere ich meinen Kopf und jeden Abend erhalte ich ihn zurück. Zwei gelöst, aber wir fangen gerade erst an. Meine Herren, auf ein Wort bitte. Dann mal los. Was bin ich? Mich gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Teile von mir sind rund und andere gerade. Unser Bild kann klar sein, doch wir verschleiern es gern. Tja, ich würde euch gern die Antwort geben, aber ich halte mich an die Regeln. Opa, meinst du, ich bin bereit für mein erstes Abenteuer? Aber sicher, Liebes. Aber natürlich nur, wenn es dein Vater erlaubt. Bravissimo. Aber es geht weiter. Gebt es mir. Was bin ich? Ich bin eines Königs würdig, geschmacklich ein Gedicht. Mich gibt's dick oder dünn zum Frühstück, Grahams Lieblingsgericht. Habe ich das heute etwa gegessen? Noch ein letztes Rätsel, wenn ihr mögt. Was bin ich? Ich schwebe höher als die Sterne und bin größer als jedes Land oder Meer. Was ist es wert, Familienbande zu durchtrennen? Ich bin überrascht, dass ihr dieses Rätsel gelöst habt. Ihr solltet den Lehren des Rätsels mehr Beachtung schenken. Vielleicht hatte die Sphinx recht. Ich musste dieses Elternpuzzle überdenken. Ausgezeichnet, Euer Majestät. Ihr seid ein Naturtalent. Wunderbar.
Jemand hatte alle Teile vom Brett entfernt. Ich musste den Weg selbst finden. Ich hatte Glück. Scheinbar waren alle Teile bereits passend ausgerichtet. Glückwunsch, Graham. Ihr habt das Labyrinth gewonnen. Ihr dürft nun euren Preis beanspruchen.